Alle Gemeinden der Insel Sylt weisen darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf der Insel verboten ist. Dazu zählen Vulkane, Raketen, Fontänen, Feuertöpfe und römische Lichter. In der Hauptsache geht es darum, die redgedeckten Häuser der Insel zu schützen. Zum Jahreswechsel 1978-79 wurde ein Großfeuer durch eine Rakete ausgelöst. Seit dem Inkrafttreten des Abbrennverbotes hat es keine Unglücksfälle dieser Art auf Sylt mehr gegeben. In den insularen Naturschutzgebieten ist das Abbrennen von Feuerwerken oder Knallkörpern ebenfalls verboten. Zuwiderhandlungen gegen das Sprengstoffgesetz können mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.